Grüezi und herzlich willkommen zur dritten Episode. Wir waren bereits seit 8,5 Stunden unterwegs und genau hier erreichten wir die North Coast 500. Eine ganz spezielle Route, von der ich in diesem Film die westliche Hälfte bis Tongue zeige. Wir waren heute kurz vor 8 Uhr in Glasgow gestartet, sind in Loch Carron und werden heute noch bis Gerloch fahren. Der für uns nächste berühmte Abschnitt würde die Single Track Road von Torna Press nach Applecross über den Bealachna Pass sein. Dann umrundeten wir die absolut sensationelle Küstenstraße entlang der Applecross-Halbinsel bis Torridon. Von dort ging es abwechslungsreich den Seen entlang zurück zur Westküste, wo wir unsere Zimmer gebucht hatten. Aber hier in Loch Carron gab es jetzt erstmal einen ruhigen Kaffeehalt. Wunderschöne Violett der Besenheide hat mich überrascht. Sie gibt für mich den schottischen Highlands ihren ganz besonderen Charakter. Wir sind eben gerade einem Schild vorbeigefahren, auf dem in großen Lettern stand, dass Fahranfängern ausdrücklich empfohlen wird, nicht diese Strecke zu befahren. Dasselbe gelte für sehr lange Fahrzeuge und Wohnwagen. Motorräder wurden nicht erwähnt, also kein Problem für uns. Die fast 18 Kilometer lange Passstraße, die 626 Höhenmeter überquert, ist Schottlands höchster Bergpass, gilt sogar als höchster durchgehender Anstieg einer Straße in Großbritannien, als der heilige Gral der britischen Anstiege, als einer der anspruchsvollsten Strecken in Schottland. Wir sehen auf das Trockendock der Keyshawn Port Limited. Darin werden gerade Unterhaltsarbeiten an der Bohrinsel Noble Intrepid vorgenommen. Ein Trockendock in der Mitte von nirgendwo. Obwohl die durchschnittliche Steigung 7% beträgt, ist für Radfahrer dieser Pass eine wirklich harte Nuss, weil die 300 Meter lange Strecke bis zur ersten Linkskurve 18-20% steil ist. Thank you.
schon Spaß, dieser Pass. Und hat eine sensationelle Aussicht. Wörtlich übersetzt heißt er Rinderpass, weil Viehtreiber über Jahrhunderte Rinder auf diesem Weg über die Berge zum Markt führten. 1822 wurde eine Schotterstraße gebaut und im Jahr 1950 wurde sie asphaltiert. Dem absolut zuverlässigen Motorrad und den funktionellen Kleidern entspricht genau das meiner Vorstellung von Motorradferien. Weg vom Alltag, mitten in einer Umgebung, die es zu Hause nicht gibt, an der frischen Luft, Wind und Wetter ausgesetzt und jede Kurve hat eine neue, überraschende Aussicht. Es ist kein Wunder, dass hier in der Bucht von Applecross Überreste einer Siedlung aus der Mittelsteinzeit vor 9.500 Jahren gefunden wurden. 2000 Jahre nach der letzten Eiszeit waren die wenigen Menschen damals Nomaden, Jäger und Sammler. Die Umgebung von Applecross gilt eines der am frühesten besiedelten Gebiete Schottlands. Einfach wunderschön ist es hier. Jetzt am späten Nachmittag, bei perfektem Wetter, wähnt man sich in der Südsee. Wunderschöner Aussichtspunkt mit Blick auf die Applecross-Bucht und dahinter das eben durchfahrene wechselhafte Wetter. Man erkennt die wolkenbehangene Inselwelt der Isle of Skye hinter dem Gedenkstein, der den Gefallenen der beiden Weltkriege gewidmet ist. Musik.
Jetzt ging es bei warmem Sonnenschein entlang der farngesäumten Westküstenstraße mit Blick auf die Inseln Rasi und Rona. Das ruhige Wasser des Sandstrands von Applecross sei bestens geeignet zum Baden. Das Wasser sei aber immer sehr kalt. Das ist das neu renovierte und umgebaute alte Schulhaus von Longbain, das man heute als Cottage mieten kann und im Hintergrund die Insel Rona. Ein grandioser Blick über die unbewohnte, karge Heidelandschaft im wunderbaren Licht der Nachmittagssonne. Dieser Weiler heißt Fernmoor, was besetzt so viel bedeutet wie furchterregend. Wir sind am nordwestlichsten Zipfel der Applecross-Halbinsel. Die Straße wurde jetzt noch enger und kurviger. Und ging an der nun felsigen Küste entlang mit spektakulären Ausblicken auf das Loch und die dahinterliegende schottische Küste. Immer häufiger windete sich die Straße auf und ab durch kleine Wäldchen und an kleinen Buchten vorbei. Ich war begeistert. Den doppelten Regenbogen bei Torridon werde ich nie mehr wieder vergessen. Wir sind hier in einem Biosphärenreservat der UNESCO, dem Ben A. National Nature Reserve am Loch Murray, dem allerersten National Nature Reserve in Großbritannien. Thank you.
Schließlich, nach 19 Uhr, erreichten wir Gerloch und genossen die untergehende Sonne. So müde, dass ich mich nicht mehr an das Abendessen erinnern kann. Nach einer erholsamen ruhigen Nacht und einem schottischen Frühstück mit überraschend gutem Haggis und Black Pudding warfen wir einen Blick auf die heutige Route. Wir wollten der North Coast 500 bis nach Allerpool folgen und dann den Umweg nach Lochinver nehmen, um danach wieder der NC 500 zu folgen. Diese Episode endet dann in Tongue, obwohl wir an diesem Tag noch bis an die Ostküste nach Wick fahren. We are on the road again. Auf gut ausgebauten doppelspurigen Straßen. Zweiten Weltkriegs diente Loch Ewe aufgrund seiner geschützten, für U-Boote schwer zugänglichen Lage als Sammelpunkt für Nordmeergeleitzüge. Tatsächlich kann man hier, am ehesten rund um die Tag- und Nachtgleiche, gelegentlich Nordlichter beobachten. Erstaunlich erscheint mir, dass man plötzlich wieder durch einen Wald fährt, der ganz nach zu Hause erinnert. Und danach kommt eine Rodungsfläche und weiter danach sieht man wieder kahle, weite Heidelandschaft. Und man fragt sich, ob diese Landschaft natürlicherweise unbewaldet ist oder von Menschenhand. Und dann findet man Fichten, die eigentlich gar nicht hierher passen. Ich werde das Gefühl nicht los, dass in dieser menschenleeren Umgebung der Mensch doch ganz schön viel verändert hat. Allerpool ist mit 1500 Einwohnern die größte Siedlung der Umgebung und auch durch den mit Buntstift malenden österreichischen Expressionisten Oskar Kokoschka bekannt geworden. Verlassen wir die North Coast 500 und nehmen den Umweg. Der ist ganz schön befahren. Große Laster auf der Single Track Road. Aber es geht. Alle nehmen Rücksicht aufeinander.
Nicht einmal ein Motorrad kommt dort noch vorbei. Da hilft nur Umkehren bis zur nächsten Ausweichstelle. Natürlich war die Straße sehr eng, aber die Szenerie war einfach atemberaubend schön. Wälder wechselten sich mit felsigen Mooren und Heidelandschaften mit kleinen Seen ab. Einfach herrlich war der Umweg. Hinter jeder Kurve konnte ein großes Fahrzeug kommen, aber Paul war sehr aufmerksam und sicher vor mir unterwegs. Ich danke dir, Paul, dass du immer vorausfährst. Das war hier gar nicht so einfach. Aber diese Küstenstraße ist genau unser Ding. Die wurde wahrscheinlich extra für uns gebaut. Es ist schon toll, dass es überall Straßen gibt und erst recht durch solche Gegenden. Vielen Dank, deiner Bauer. Lochinver lebt im Wesentlichen von Fischerei und Tourismus. Der Hafen wurde 1990 verbessert und wird hauptsächlich von spanischen, französischen und portugiesischen Fischereiflotten besucht. Zurück auf der North Coast 500 ging es sogleich wieder in die kurvige, felsig-moorige Heidelandschaft, von der man nicht genug haben kann.
Tall Beach hat einen weißen Sandstrand und türkisfarbenes kaltes Wasser. Aber es lohnt sich, hier einen Stopp einzulegen, denn hier ist Ferien und Frieden zu Hause. Clashnessie hat lediglich 19 Häuser, zum Teil aus dem 19. Jahrhundert, die ursprünglich von Crofters bewohnt wurden. Ein Croft ist ein kleines Stück gepachtetes landwirtschaftliches Land, auf dem ein Haus steht, in dem die Landarbeiter, die in kleinen Crofting-Gemeinschaften, genannt Townships, zusammenlebten und arbeiteten. Ist es ein Vergnügen, in dieser herrlichen Landschaft, auf dieser steinmauerbefestigten, mit Haarnadelnkurven gespickten, engen Straße zu fahren. Liegt eines der ältesten bekannten schottischen Schiffswracks, ein Handelsschiff aus dem 17. Jahrhundert. Es liegt rechts neben der Insel. Radfahrer trifft man auf der North Coast 500 selten an. Ihnen gebührt besonderer Respekt, weil die nächste Siedlung weit entfernt und die Straße selten eben ist. Sie ist steil. Sie verläuft in dieser wilden Gegend dauernd steil abwärts. Um gleich darauf wieder steil bergauf zu gehen. Kurz vor Annapool wird die NC 500 wieder zweispurig und wir kommen wieder etwas schneller voran. Laxford leitet sich vom nordischen Wort für Laxfjord ab und ist bekannt unter Fliegenfischern. Die Laxford Bay hat eine derart große Vielfalt an marinen Lebensräumen und Arten, eine derart außergewöhnliche Landschaft, dass sie als Special Area of Conservation, also ein besonderes Schutzgebiet, eines von 40 derartigen Gebieten in Schottland, ernannt wurde.
Dönes ist so flach, dass das Wasser rasch aus der Bucht abfließt und eine Sandwüste hinterlässt, wenn die Ebbe beginnt. 2011 wurde die 60 Pilotwale zur Todesfalle, aber die Bevölkerung, zur Hilfe gerufen, konnte fast drei Viertel der Walgruppe mit aufblasbaren Flossen retten. Wir erreichen den nordwestlichsten Punkt unserer Schottlandreise, der spektakulär große Balnakil Beach. Whisky herzustellen braucht es Getreide, das in den Highlands aber wegen der sauren Böden nicht wachsen kann. Mit Kalk werden saure Böden aber wieder urbar und der stammte aus Loch Eriwall. Das Loch ist fast 60 Meter tief. Hier ergaben sich 1945 33 deutsche U-Boote der britischen Marine. Ihre Munition und Waffen wurden an Ort und Stelle versenkt. Das ist das Ende dieser Episode. In der nächsten Episode befahren wir den östlichen Teil der North Coast 500, von Tonk nach Beauly. In Blau die Übernachtungsorte unserer Schottlandreise. Ich bedanke mich für Ihr Interesse. Adieu miteinander.